In diesem Video lernst du, wie der Footprint Chart funktioniert, wie man ihn liest und wie das Ganze aufgebaut ist. Herzlich willkommen und schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist André. Ich beschäftige mich schon seit mehr als 4 Jahren mit dem Bereich Trading und befinde mich gerade hier im Euro gegen den US-Dollar, dem Euro 6E Future im U8-Kontrakt im 5-Minuten-Timeframe. Also eine Kerze geht 5 Minuten lang. Wir wollen uns jetzt einmal anschauen, wie der Footprint Chart hier in der Orderflow Software ATAS funktioniert. Ich habe hier noch keine Einstellungen jetzt in diesem Chart vorgenommen. Ich habe nur mal die Linien hier im Hintergrund ausgeblendet, die mich sonst nerven. Und zwar, wie schaut man sich jetzt den Footprint Chart an? Bei ATAS ist es wirklich sehr einfach. Man zoomt einfach rein. Man drückt Steuerung gedrückt und dreht das Mausrädchen, dann kann man reinzoomen. Man kann aber auch hier direkt an der Skalierung hin und her ziehen und dann vergrößert sich das Ganze auch. So, wenn wir jetzt hier reinzoomen, erkennen wir direkt die gehandelten Kontrakte in einer Kerze. Und das genau macht dieser Footprint, also Footprint heißt ja sozusagen Fußabdruck übersetzt. Wir können dank dem Footprint Chart genauer in die Kerze hineinschauen. Wir können genau schauen, was wurde auf welchem Preis gehandelt in dieser Kerze, wie viel Volumen wurde da gehandelt in dieser Kerze, wie viele Kaufkontrakte und wie viele Verkaufskontrakte wurden dort sozusagen gehandelt. Schauen wir uns jetzt aktuell mal das Ganze hier an. Ich gehe mal hier rein, an eine Beispielstelle, so. Okay, jetzt sieht die Darstellung natürlich anders aus als wie im Kerzenchart, ja. Wir kennen hier aber links an der Seite einmal den Kerzenkörper, den Docht erkennen wir jetzt nicht, also wir sehen jetzt hier diesen grünen Strich, ja. Hier war das Open der Kerze, hier war der Close der Kerze und das hier oben, der Rest ist der Docht, ja. Wenn wir das jetzt zumachen, erkennen wir das. Also aus dem Footprint Chart erkennt man natürlich auch die Kerzenform. Man kann das jetzt hier auch noch anders einstellen mit den Farben und so weiter. Müsst ihr ganz einfach mal in den Einstellungen herumgucken und euch das ja, vom beliebigen einstellen. Ich werde hier in diesem Video gleich auch noch ein paar Umstellungsmöglichkeiten euch zeigen für den Footprint, ist ja ganz klar. So, was erkennen wir jetzt hier? Wie gesagt, ich habe ja gesagt, auf jedem Preis erkennen wir jetzt hier rechts einmal die gekauften Kontrakte, links einmal die verkauften Kontrakte. Also rechts sehen wir das Ask-Volumen, links sehen wir das Bid-Volumen. Unter professionellen Tradern sagt man dann hier auch immer, ja, die Ask wurde jetzt hier extrem gehittet. Ja, also es waren viele Käufer da auf einmal. Ja, also hier rechts Ask, hier links Bid. Also rechts steht für Käufer, links steht für Verkäufer im Footprint-Chart. So. Was jetzt interessant ist, hier oben auf dem Preis zum Beispiel sehen wir 3 Käufer, ja, links 0 Verkäufer. Wie ihr wisst, an der Börse der Preis, das Ganze funktioniert mit Limits. Dazu kommt demnächst auch nochmal ein spezielles Video zum Orderbook. Dann versteht ihr das nochmal genauer, wie das funktioniert, weil man muss das immer über Kreuz lesen, ja, beziehungsweise über Kreuz. Wir sehen ja hier, wurden 3 gekauft und links wurden 0 verkauft. Verkauft. Es geht ja technisch nicht, ja. Also diese 3 wurden hier reingekauft in Limits, die eben über diesem Preis stehen. Okay, ich werde das nochmal genauer erklären in dem Orderbook-Video und ich erkläre das auch nochmal genauer in meinem Trading-Coaching, in meiner Trading-Ausbildung, wie das funktioniert. Dort findet ihr auch übrigens Strategien mit dem Footprint. Link dazu findest du unten in der Beschreibung. Okay, fahren wir weiterhin fort. Wir haben jetzt geklärt, was die Zahlen hier sind. Jetzt gibt es viele verschiedene Einstellungsmöglichkeiten von Footprint. Das ist jetzt hier so die Standardeinstellung bei ATAS. Benutze ich generell nicht. Macht für mich nicht so viel Sinn. Gehen wir jetzt hier einmal links in die Optionsleiste und wählen aus Bid Ask. Ja, also Bid Ask wird uns jetzt hier angezeigt. Jetzt können wir hier einmal verschiedene Sachen auswählen. Einmal das Volumenprofil. Wie gesagt, man kann die Farben auch in den Einstellungen ganz einfach anpassen, wenn euch das hier nicht jetzt gefällt. Sieht ein bisschen unübersichtlich aus, ich weiß. So, jetzt erkennen wir das Volumenprofil. Ich habe ja schon ein Video über das Volumenprofil gemacht, wie das funktioniert. Verlinke ich euch mal oben links auch in der Infobox. Ja, das Volumenprofil-Video. Also das hier ist nichts anderes als wie ein Volumenprofil, nur halt pro
Kerze jetzt gerade diese Einstellung. Wir erkennen hier, wo es rot ist, ja, wird viel gehandelt hier, wo halt, also wo bei dieser Kerze jetzt, wo es rot ist, also wo der größte Ausschlag ist, ja, von dem Blumenprofil. Man sieht hier, sieht hier die Ausschläge, hier wenig Ausschlag, viel Ausschlag, hier in diesem Beispiel. Da erkennen wir, wie viel Volumen gehandelt wird. Also wir erkennen in der Kerze tatsächlich auf diesem Preis hier zum Beispiel wurde extrem viel Volumen gehandelt. Hier unten wurde wenig Volumen gehandelt. Das ist schon mal auch ein sehr guter Indikator, welches man, ja, was man für Trades nutzen kann, für Trade-Einstiege nutzen kann. Kommen wir weiterhin zu nächsten Einstellungen. Und zwar ist das Delta, das ist die andere Einstellung, Entschuldigung, muss mich korrigieren, das ist die Imbalance-Einstellung. Die benutze ich zum Beispiel meistens. Hier erkennen wir auch wieder, dieser graue Kasten ist der VPOC, meist gehandelte Volumen. Lässt sich natürlich auch noch grafisch anders darstellen. Und dann erkennen wir hier einmal so ein X dazwischen. Ja, und das heißt, man liest das Ganze über Kreuz, ja, beim Footprint. Wie ich das vorhin erklärt habe mit den Limits, ja. Wie gesagt, das nochmal genauer erklärt in meinem Trading Coaching und im nächsten Video über das Orderbuch nochmal genauer erklärt. Hier sozusagen das X und wir kennen hier die Imbalancen. Was sagt uns die Imbalance hier, wenn das hier Ganze so grün ist? Ja, wir haben hier auf diesem Preis wirklich sehr starke Käufer gehabt. Ja, im Gegensatz zu den Verkäufern, im Gegensatz zu den 17 hier unten. Ja, weil man das immer über Kreuz liest. 106 zu 17, ja. Starke Käufer. So, wir erkennen das natürlich auch hier weiterhin. Starke Käufer, starke Verkäufer. Macht Sinn, ja, sich die Imbalancen einzublenden lassen. Natürlich für Trades, ja. Und einfach zu erkennen, ob in dieser Kerze jetzt, das ist eine grafische Darstellung, einfach nur, man erkennt das natürlich auch in der anderen Footprint-Einstellung, wird aber nicht angezeigt, ja. Ja, was ist jetzt in der Kerze los? Sind hier starke Käufer oder sind hier schwache Käufer oder Verkäufer? Das zeigt uns hier diese Imbalance an. Das ist sehr, sehr geil. Erkennt man hier auch immer wieder im Chart, was hier passiert, ja? Und da kann man auch sehr, sehr geile Trades finden natürlich. Die nächste Einstellung war das Delta. Da muss man in den Menüpunkt hier drunter gehen. Also ich zeige euch in diesem Video, wie gesagt, mal die besten Einstellungen vom Footprint. Es gibt noch ein paar mehr hier bei Atlas, die benutze ich aber nicht. Das Delta Profile, da müssen wir das Ganze auf Delta umschalten. Was ist das Delta Profile? Der rechnet euch das auf diesen Preis einfach aus, ja. Wir machen jetzt hier mal direkt ein Beispiel. Hier oben seht ihr 0,34. Was heißt das? Das heißt plus 34 gekaufte Kontrakte. Ja, wir haben hier 0, wir haben hier 34 auf diesem Preis. So, wenn ich jetzt auf das Delta-Profile umschalte, brauche ich das Ganze nicht mir selber auszurechnen, sondern er zeigt mir es hier direkt schon ausgerechnet an. Wie gesagt, 34. Ja, und man kann natürlich die Farben noch ändern. Ja, sehen wir hier deutlich, was hier die Überhand hat auf den bestimmten Preisen, ja. Wir können zum Beispiel hier, finden wir mal ein krasses Beispiel. Ja, hier zum Beispiel. Minus 172, ja, im Delta. Das heißt, minus 172 Verkäufer, ja, im Gegensatz zum Käufer. Und es ging halt dann hier nach unten. Ja, wir kennen hier wirklich in dieser Kerze, das Delta ist sehr hoch, ja. Das Delta ist sehr hoch, deshalb muss der Preis natürlich auch nach unten gehen. Okay, das zum Delta-Chart. Da gibt es natürlich auch Möglichkeiten, Trades zu finden, Einstiege zu finden und so weiter. Ja, das war es erstmal. Grundkenntnis zum Footprint-Chart. Ich denke, ihr habt es gecheckt. Ja, das ist eine coole Sache, der Footprint-Chart. Gibt viele Strategien damit. Ich muss auch, sagen wir mal, 3, 4 Sachen, auf die ich achte. Beim Footprint, mehr brauche ich auch nicht. Ne, ist ein bisschen mehr, 5 maximal, wo ich darauf achte. Beim Footprint, wo ich meine Strategien mache, seht ihr auch dann in meinen Trades, in meinen Live-Trades, die ich hier posten werde auf diesem YouTube-Kanal. Und ja, das war's zu Footprint. Würde mich über einen Daumen hoch freuen. Über den Abo natürlich. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Nächste Video wird wahrscheinlich wieder ein Live-Trade sein. Mal schauen, ihr könnt auch Vorschläge in die Kommentare tippen und wer
dann Footprint-Strategien lernen möchte, findet den Link zu meiner Trading-Schule in der Beschreibung auch. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Viel Spaß und ich hoffe, ihr habt was gelernt. Ciao.